Hallo und guten Tag zur nächsten Folge. Geile Anmoderation, gell? Zur nächsten Folge von Leia Sophia. Keine Ahnung, welche Folge wir hier sind, aber steht alles im Titel und Subtitle verrät es auch. Dann seht ihr weiter. Wir haben ja hier dieses komische Stück Bein bekommen. Das Ding war, der hier hat mich gerade noch ein bisschen erschreckt, weil da gerade halt noch ein Ton kam oder hat er noch kurz was gemacht. Also, der hat sich dann wieder so hingesetzt. Ja, war ein bisschen wieder merkwürdig. Einerseits, Katze ist versorgt, die ist wieder unten im Garten, neben mir steht ein Stück Kuchen und ich habe wieder Gänsehaut. Kein Witz. Kein Witz. Ich sag's euch. Das ist halt so. Ich werde jetzt gleich noch bis zum nächsten Sequenzding. Look at it bubble. Look at it shake. The beast. It's awake. Ja, es hat sich natürlich gelohnt, hier kurz mal die Facecam zu deaktivieren. Sache ist, ich werde noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Dann werde ich für heute die Aufnahme beenden. Werde Kuchen essen. Werde mich entspannen. Und wenn ich es hoffe und schaffen sollte, werde ich einfach morgen eine Stunde, eine Stunde, sicher, eine Stunde. Ja, ich will mich selber verarschen. Eine Runde, meine ich, aufnehmen, weil mehr als eine Runde oder ein, zwei Rundchen hier, mehr als zwei Folgen schaffe ich nicht. Vom Körblichen. Ich kann hier, egal, machen wir weiter. Vom Körblichen. Meine Fresse. Ich stehe wieder heute mit dir los. Vor allem, was für ein Gerät ist da ausgebrochen? Was ist denn das? Ist hier da, sind das hier Fischkapseln oder diese Kapseln mit diesem komischen Fischöl? Muss ich damals essen. Ja, lecker. Sieht mir aus wie eine Orgel, bloß ein bisschen. Das ist sonnig, gell? Hier Blätter, die wackeln, aber okay, gehen wir mal weiter. Look, Jenny. Hallo? Father's screening the Black Wanderer. Ja, gehen wir gleich mal dahin, gell? Movie's almost over. Time to go. Hä, der hat doch gerade erst angefangen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die damals haben eine andere Wahrnehmung von Filmen. Ich sag dazu nichts. Der Film ist fast vorbei. Das ist ein 4-Sekunden-Film, der da vorbeiläuft. Der Film ist fast vorbei. Wir können gehen. Schön. Ja, die Leute hier haben auch nicht gedacht, dass man so lange hier bleibt. Wiederholt sich der Sound die ganze Zeit. Okay, dann gehen wir. Ja, dann gehen wir halt einfach. Ich hoffe, ich. Schlafzimmer. Ich hoffe, ich. Ja, ich. Hallo? Mal schauen, wann die nächste Speicherung kommt. Dann bin ich. Wenn es noch ein bisschen länger dauern könnte. Naja, wenn ich hier laber und so weiter, dann dauert es natürlich noch länger. Dann kommt das in die nächste Folge mit rein. Das hier ist der Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir lesen den Brief noch ganz kurz durch. Dann gibt es einen Cut. Und ihr seht den zukünftigen Mollelot wieder. Der Vergangenheitsmollelot ist dann wieder raus aus der Sache. Der wird hier gleich mal seinen Kuchen sich gönnen. Ein bisschen was von der Serie weitermachen. Hausaufgaben machen. Oh, bis morgen habe ich doch einen. Oh, bist du nicht früh gemacht? Und ja, dann freue ich mich, dass ich wieder hier aus dem Game draußen bin. Es ist. Ich muss sagen, es ist ein tolles Game, aber es. Keine Ahnung, warum es mir so viel Angst macht. Die Musik und alles passt so. Ich schaue es mir bei anderen auch oft an. Also das jetzt habe ich mir komplett überhaupt nicht angeschaut. Ich wollte es mir eigentlich immer damals anschauen, aber habe ich es dann nicht gemacht. Habe ich gesagt, ja, hoho, ich spiele es mal selber und so. Und ja, aber selber spielen ist natürlich immer, merke ich ja gerade,
schon seit längerem, immer so eine, ja, andere, eine komplett andere Sache. So, jetzt lesen wir aber erstmal den Brief. Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang erhalten. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe ihr gesagt, den Zutritt zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum seinen eigenen Gewicht stand. Was meint er? Ein Laubengang. Oder warte? Laubengang. Ja, ist ein Laubengang. Ist die Frage, sollen wir weitermachen? Oder jetzt einen Cut? Oder weiter? Oder einen Cut? Wenn ich das schon wieder sehe, ich mache einen Cut. Würde einfach sagen, danke erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann, ciao. Und, ich genieße jetzt erstmal das hier. Sieht ein bisschen hässlich aus. Okay, dann. Ciao erstmal von mir. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück bei Layers of Fear 2. Ich hatte gerade einen Hänger. Ich habe gerade irgendwie an irgendwie Crying Off oder an irgendwie so ein Game gedacht. Keine Ahnung warum. Aber wir machen jetzt wieder weiter. Es ist auch inzwischen einen Tag später. Muss ich sagen, ja, haben wir letztes Mal schon angeschaut. Ist inzwischen schon wieder einen Tag später. Kuchen hat auf jeden Fall lecker geschmeckt. Und kaum komme ich ins Game rein, habe ich schon wieder komplett Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Vielleicht sieht man es so ein bisschen. Man fokussiert doch. Ah! Nee, man sieht es vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung, sieht ein bisschen merkwürdig aus. Auf jeden Fall die roten Dinger hier am Arm, gell? Das nennt man Neurodermitis. Ja, ich habe leider Neurodermitis. Ist nicht lustig. Wünsche ich nicht mal meinem ärztlichen Erzfeind. Nie im Leben. Ist wirklich schrecklich. Da waren wir doch letztes Mal schon. Da sind wir doch letztes Mal schon entlang gelaufen. Careful. Don't step into the light, or he'll see you. Ich will nicht wissen, was hier wieder los ist, das Game. Das ist komplett verrückt, von vorne bis hinten, von hinten bis vorne, von links nach rechts, von oben bis unten, von innen nach außen, komplett durchwirrend. Ja, alles gut, Tobi. So, unleserlicher Name. In Anerkennung ihres außergewöhnlichen Dienstes bei der Dokumentierung des tapferen Kampfes der Truppen ihrer Majestät an der Westfront und der Verletzungen, die sie auf dem Schlachtfeld erlitten hatten, hat das Kriegsministerium beschlossen, ihnen das silberne Kriegsabzeichen zu verleihen. Was poltert denn da draußen rum? Hüpft da wieder hier, was weiß ich, rum? Phoenix? Oder Tobi? Was weiß ich? Mögen sie es mit Stolz tragen. In dem Wissen, ihre Pflicht gegenüber König und Volk erfüllt zu haben. Die Auszeichnungen findet am besten. Warum lese ich die am besten? Die Auszeichnung findet am 5. Januar statt. Mit freundlichen Grüßen, unleserliche Unterschrift. Im Auftrag des imperialen Generalstabs. Gut. Alle Klör. Gut, abgesperrt, da will ich nicht durch. Wahrscheinlich ist das jetzt dieser Ort, wo wir immer hinkommen werden. Da oben. Da kommt man auch entlang. Aber ich würde ganz gerne. Man kommt auch nach unten.
Come here, boy. Don't you hide from me. I know you've been sneaking into the theater again. What did I tell you about going in there while I'm working? Der Arme. Das hier wäre noch offen. Show yourself, ye one-eyed freak! I'll make ye wish ye had a spare. My hero. Ich hoffe, das war im Film. Gut, wir haben den Zettel. Zettel. Das haben wir schon angeschaut. Was ist denn da draußen? Oh, wir kommen nach unten. Ich würde aber ganz gerne nicht nach unten gehen. Ich würde ganz gerne... Okay, abgesperrt. Nein, ist das hier. Was auch immer es ist, keine Ahnung. Gehen wir aber mal hier lang. Speichern. Ich habe ein Brummen in mir. Keine Ahnung warum. Delilah. Der Topsgast. Was? Topsgast. Durchgestrichen. Die Topsgästin. Sie mag Jungs sehr. Und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich. Vielleicht etwas zu freundlich. Wer weiß. Gibt es natürlich auch, gell? Es gibt Leute, die freundlich sind. Und dann gibt es Leute, die zu freundlich sind. So. Das ist ein ganz Steinzeitprojektor. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Wahrscheinlich Toast erstellen. Ein Clip mit einer Nummer. Sollten wir die uns aufschreiben, habe ich jetzt. Ich habe sogar zufälligerweise ein paar Zettel hier. Dann schreiben wir das einfach mal auf. Gell? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Eigentlich habe ich das noch nie gemacht. Habe noch nie irgendwo... Jetzt haben wir ihn zugemacht. Top. War jetzt die ganze Zeit auf. Geht er noch? Ja. Geht noch. Ein Bild? Kann man das nehmen? Nein, schade. Ein Bild also. Was sieht man da drauf? Man sieht eine Type oben links, rechts, Vorhang. Keine Ahnung, was das ist. Sieht das aus wie ein Mund? Das blinkt bei ihm. Ein Schabiegel, der merkwürdige Dinge macht. Man kann aus... Hallo? Das sehe ich ja jetzt. Durchhaben. Flimmert das wegen uns? Ne, flimmert einfach so. Oh, eine Bübe. Ich will nichts sagen, aber haben wir gerade den Dialog kaputt gemacht? You were always bad luck. A blight upon this family.
Hallo? I give everything. And what do I get in return? A little gratitude. A little heart. Is that too much to ask? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Bedeutet? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Spekerle macht nichts. Was müssen wir jetzt machen? Hier wieder hin? Das Ding ist da oben. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ein Ass im Ärmel. Warte, Moment. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ja, alles gut. Ich bin ja da. Was soll ich jetzt machen? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Gehen wir mal hierher. Ich hab keinen. Was soll ich machen? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ja, alles gut. Jedem kann geholfen werden. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Was soll man jetzt machen? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Kenn ich. Das ist ja zugesperrt. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ich würde gern lachen, aber... A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ja, was hast du denn? Soll ich den Zettel hier wieder lesen? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Wollte ich hier was machen? Nee, da kann man nichts machen. A lucky. So. So habe ich das Ding wieder genommen. Ich gehe einfach mal vor. Gut. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Wird nirgends beschrieben. Da ist auch nichts mehr drin. Gut, dann können wir halt in den Schubladen laufen. Auch geil. Da unten liegt auch nichts mehr auf dem Boden. Das Ding da... I told you to hide it. I told you to keep it safe. Warum ruckelt's? How could you let him take it? It's all we have left of her. You have to find it. You have to take it back. Find it. Bring it back. Find it. Bring it back. Yo, Dina. Was sollen wir zurückbringen? Das Ding, oder? Jetzt haben wir ja die zwei Kärtchen da. Ich hab's. Oh. A lucky break. An ace up my sleeve. A blackened heart. Uprooted by tragedy. Skewered by pain. That's all you've ever given me. That's all you were ever good for. Hinter uns ist nichts. Nichts. Gut.
Jetzt ist das wieder. Warum? Wieso? Hat das echt, hat das was zu bedeuten? Oder kackt gleich meine Grafikkarte wieder ab? Hallo? So, das Ding haben wir jetzt abgegeben. Können wir jetzt wieder durch die Tür gehen? Oder wie sieht das jetzt aus? Abgesperrt. Hä? Was sollen wir jetzt machen? Wieder das Ding da drauf legen? Und dann vielleicht durch den blinkenden Spiegel gehen? Nö. Das Ding da unten habe ich ja schon aufgenommen. Da kann man auch nichts mehr machen. Das ist hier safe, das Fett. Keine Ahnung. Die Musik, gell? Können wir jetzt da durchgehen? Ich will vor allem jetzt nicht durch die Tür. Okay. Moment, mit. Was soll? Haben wir das Spiel kaputt gemacht, oder? Das hat sich ja nicht geändert, gell? Ne, komm her. Ne, ist mir noch gleich. Jo, gut. Das Ding kommt da jetzt auch nicht runter. Was soll man machen? Wir haben eine Medaille und jetzt dieses Stück Papier. Müssen wir jetzt wahrscheinlich. Find it! Bring it back! Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. She gave everything for you. Prove that it was worth it. That you weren't a mistake. Irgendwas kleppert da draußen. Müssen wir das jetzt wieder hier drauflegen? Was müssen wir machen? Blinky? Oder doch wieder da oben drauf? Keine Ahnung. Ist ein bisschen creepy. Können wir jetzt durch? Nein, auch nicht. Was müssen wir denn jetzt machen? Da. Gut, da. Der Kopf da. Da haben wir das Ding rausgenommen. Keine Ahnung. Ist das jetzt Game vorbei? Haben wir es geschafft? Hallo? Weiß ich nicht. Gibt da anscheinend nichts mehr zu. Ja, was wir machen können. Vielleicht sitzen wir jetzt hier für immer fest und können nie wieder weg und. Dadurch können wir auch nicht. Irgendeinen. Ja, Hinweis bekommen wir auch nicht. Dann nehmen wir halt den Zettel wieder. Useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Gut. Ja, dann gehen wir da mal weiter. Ist wieder hier. Ah, Publikum. Shh, be quiet. Just
geiler Film. Den möchte ich auch in deutschen Kinos haben. So. Ich gehe jetzt erstmal eine Stunde, gell? Geh mal einkaufen, geh mal raus so ein bisschen. Ja gut, Sonne ist nicht mehr da. Wir sehen uns dann wieder in einer Stunde. Sagt mir dann Bescheid, ob sie was verändert hat. So. Ja, verändert hat sich, glaube ich, in den nächsten Jahren nichts mehr. Deswegen. Father will be leaving the projection room soon. Dann gehen wir dann mal. So, hier, Maus wieder richtig hinmachen. So. Ja, Moment. Kommen wir jetzt nicht wieder in den. Nächsten Raum. Deswegen würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, was da passiert. Ich habe immer noch ein bisschen Angst. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt danach gleich jetzt sofort nochmal eine Folge aufnehme oder dann halt die nächste Folge morgen aufnehme, weil naja, nach dem Cut, der Kuchen war lecker. Jetzt haben wir morgen und ja, vielleicht nehme ich wieder morgen auf und nicht heute, weil eben ich game und so und ich schiss und ja, und ja, keine Ahnung. Erstmal danke fürs Zuschauen, dann bis zur nächsten Folge und